Wir schreiben das 41. Regierungsjahr von Kaiser Gaius Octavianus Augustus, dem heiligen Sohn des gestürzten Julius Caesar. Vor über einem halben Jahr seid ihr mit eurem ruhmreichen Feldherrn Publius Quinctilius Varus auf die rechte Seite des Rheins gewechselt und habt eure ersten Stellungen in Germania gebaut. Die wilden Gallier haben davor gewarnt, selbst sie fürchten ihre Nachbarn, doch das konnte das Römische Reich nicht aufhalten. Am Ende sollten sie Recht behalten. Der germanische Feldherr Arminius hat eure drei Legionen im Hinterhalt angegriffen und vernichtet. Nur mit Glück habt ihr überlebt, aber mehr als 20.000 andere Legionäre sind um euch herum gestorben. Brüder und Schwestern. Ihr habt eure Wunden in Tarraco, der Hauptstadt in der Provinz Hispania, kuriert, doch eure seelischen Narben werden wohl bleiben. Nun jedoch bringt der März warme Luft vom Mare Nostrum heran und weht euch um die Nase. Die Sonne scheint von oben herab und die ersten Felder werden von Bauern bestellt. Zahlreiche Schiffe liegen vor Anker, dümpeln im Wasser oder warten aufs Löschen und Verladen. Marmor, Zinn, Blei oder Gold, die Provinz ist reich. Doch der März bedeutet für euch Krieg. Und so versucht ihr euch abzulenken mit den Knochenwürfeln, wie ihr dort am Rande des Hafens sitzt und euch die Zeit vertreibt. Ihr könnt erkennen, wie der spanische Bogenschütze Quintugenos auf euch zugeht, als ihr gerade beim Würfeln seid. Hey, ihr, habt ihr mich gar nicht eingeladen? Warum würfelt ihr ohne mich? Ich schwöre dir, er bescheißt schon wieder. So oft hat niemand Glück. Oh, kommt doch mal her hier. Sagt ihm, dass er bescheißt. Das glaubt doch ihm keiner mehr. Außerdem warst du nicht zugegen. Ist das jetzt... Wollt ihr mich nicht dabei haben? Na gut. Ich war gerade bei Albus. Der ist noch am Aquädukt. Noch verhindert. Er muss da wohl irgendwas reparieren. Wollte ich euch nur Bescheid sagen. Ich werde hier sowieso nur von A nach B geschickt. Ein stummes, dankendes Nicken in seine Richtung folgt von Davut. Ja, also ich bin eher mal als heute Morgen. Das hat also hier alles sehr gut funktioniert. Immerhin ist Spanien warm. Ja, genießt es, solange es noch so ist, Männer. Nicht, dass wir wieder in die kalten Wälder Germaniens rausziehen, meint Junius Rusticus, der Decurio, also der Feldwebel. Hast du schon was Neues gehört? Sollen wir wieder ausziehen, oder? Also, ich war ja letztes Mal nicht dabei, aber ihr habt ja davon erzählt. Nein, Befehle gibt es noch nicht, aber schaut uns an. Wir sind Soldaten. Wir kämpfen, sterben, sein muss. Hast du irgendwas gehört, wie man mit uns weitermachen möchte? Will man uns überhaupt noch? Würde ich sagen, meine Männer, ich habe keine Geheimnisse vor euch. Also du hast noch nichts gehört. Na gut. Nun, wo wir uns sicher sein können, ist, dass es eine nächste Schlacht geben wird. Es gibt immer eine nächste Schlacht. Ja, das Leben ist ein Fluss, kein Felsen, ne, sag ich immer. Ja, der Priester hat's verstanden. Und auch der Spanier ist nicht vom Begriff. Felix nickt ganz leise und andächtig, während er mit der Hand über seine schwarze Katze, die auf seinem Schoß liegt, fährt. Die hast du auch immer dabei, oder? Die schwarze Katze? Nun, aber natürlich. Diana geht dahin, wo ich hingehe. Ah, bei der Saat von Ceres. Auch sie hat einige Schlachten gesehen und sie ist wohl nicht unerfahrener als die meisten Legionäre, die durch unsere Reihen gehen, auch wenn es weniger geworden sind in den letzten Monaten. Tiere sind gut, ihre Instinkte sind gut. Sie verraten einen oft, was auf einen zukommt.
Vieles verrät einen, was auf einen zukommt, wenn man weiß, wie man die Zeichen der Götter zu lesen vermag. Mars hat uns ein Zeichen geschickt und dieses geht uns wohl allen immer noch durch den Kopf. Man wohl so sagen. Wer weiß, welche Götter wir in Germanien erzürnt haben, dass sie uns so mit Rache überschwemmt haben. Worauf Davut seine Lippen zusammenpresst und ein paar Schritte abseits der Gruppe sich stellt und in die Ferne blickt. Ja, während du dort am Hafenrand stehst, kannst du wohl irgendwie hören, wie deine Brüder hinter dir noch mit den Würfeln weiter klacken, während sie sich da unterhalten. Kannst du wohl erkennen, wie wohl gerade am Hafen ein Transporter aus Afrika angekommen ist. Du wirfst nochmal kurz einen Blick rüber an deinen Kollegen Zain, den Medikus, der dir deine Wunden verbunden hat. Und dann wird wieder deine Aufmerksamkeit auf dieses Schiff gezogen, als du erkennen kannst, wie eine große, ja, es sieht aus wie ein Hund, aber gebeugt mit einem keckernden, lachenden Wiehern, wird er da wohl gerade mit einem zottigen Fell aus irgendeinem Käfig herausgetreten, herausgezogen. Und du kannst das wieder hören, wie Zain nennt diese Kreaturen wohl Hyänen, da wohl gerade von irgendwoher in Richtung des Hafens gebracht wird. Ein großer Ochsenkarren, der da vorgeladen wird. Die Ochsen selbst scheuen ein bisschen, aber mit den Peitschenschlägen von den Sklaven, die da gerade bei der Verladung sind, werden sie dann wieder zur Raison gebracht. Habt ihr schon mal eins von diesen Hyänen gesehen? Er scheint Probleme zu haben, das römische Wort richtig auszusprechen. Und deutet dann mit einem Nicken Richtung Hafen zu dem Schiff. Ja, in der Tat. Sie sind ähnlich zu Wölfen, nur dass sie immer so komisch gackern. Und sie sind Aasfresser. Ja, die komischen Viecher sehen aus wie Hunde. Und die essen? Die Götter haben die verschiedensten Ungeheuer auf unserer Welt verteilt. Und desto weiter man reist, desto mehr sieht man von ihnen. Aber sie alle können durch Stahl erschlagen werden. Ich denke, man kann sie essen, aber ähnlich wie man auch Hunde essen kann. Aber Hunde isst man höchstens, während man belagert wird. Also ich habe nicht gehört, dass Leute sie häufig essen. Also ich denke, dass es nirgendwo braucht. Also 2 Tage ohne Ration und der Kleine dort sieht dann geschwunden ganz lecker aus. Ja, dann ist das die Notfallration. Na, wahrscheinlich ist das wieder irgendein Adliger, irgendein römischer Statthalter, der sich da was importiert hat. Ihr und eure Sitten. Ja, und während der Tag weiter vor euch hinzieht, ihr weiter würfelt, könnt ihr erkennen, wie ungefähr nach 2 Stunden 2 Legionäre über die Via Augustia von Norden nach Süden auf euch zugehen und auch dann relativ direkt auf euch zuhalten. Dann vor Junius stehen bleiben und einmal den römischen Gruß ablegen. Ava Augustus. Junius Rusticus. Seid ihr? Eta est, salvete. So ist es. Seid gegrüßt, ihr beiden. Salve. Ich werde mich passend hinter Junius stellen, wie es ein untergebener Soldat tut, werde auch ordentlich militärisch grüßen. Ja, ihr seid ja der Kurier von der 19., oder? Junius nickt. Ihr werdet erwartet. Und, führt den Weg an. Wollt ihr den Rest von eurer Tekurie mitnehmen, oder? Also gefordert wurden sie nicht, aber wenn ihr wollt. Ja, blickt nach hinten. Ja, ich nicke sichtlich. Dann blickt er zum Priester. Der lächelt nur einmal müde und setzt sich dann an, mit seinen schweren Knochen sich aufzurichten. Katze immer noch auf dem Arm. Och, ich werde dich begleiten, Junius, wenn du dies wünschst.
Ich würde gerne mitkommen. Wir sind den ganzen Tag hier nur am Würfeln gewesen. Dann ruht deine Knochen auch hier ausruhen, Priester. Wenn du mich nicht brauchst, dann würde ich mich sonst auch wieder hinsetzen. Ich habe doch die Ruhephase der letzten Zeit genossen und freue mich, wenn sie weiter anhält. Und Davut und Jafter? Davut würde auch folgen. Deine Dateien gut genug, um zu verstehen? Vermutlich. Gut, und Titus, du mit? Kannst du ein bisschen was lernen, wenn du auch mal irgendwann die Kurie wirst? Es ist besser, als hier weiter Geld zu verlieren. Mein Ruf ist ja sowieso schon ruiniert bei den hohen Tieren. Da kann ich auch ein paar Freunde mitnehmen. Freunde, sagt ihr. Und wir haben schon gehört, dass euer Ruf sehr ambivalent ist. Na gut, dann folgt uns mal. Wenn ihr sowas durchmacht, würdet ihr es besser verstehen können. Ja, wie gesagt, wir haben schon eine ganze Menge von euch und eurer, nicht nur von eurer Legion, sondern von den ganzen Legionen gehört. Die 17., die 18. und die 19. Habt ihr weitere Versprengte getroffen? Sind noch welche hierher gekommen? Nicht viele. Also ich glaube, 5 haben wir noch über die letzten paar Monate angetroffen. Weiß nicht, wo die jetzt sind, aber ihr wart ja die Ersten, die mit davon Bericht erstattet hatten, als ihr dann aus den germanischen Wäldern gekommen seid. 5. Die Schlacht vom Teutoburger Wald nennt man sie jetzt wohl. Nennt man das so jetzt, oder wie? Tja, ob es wirklich eine Schlacht war, aber das werdet ihr besser bezeugen können als wir. Wir waren ja nur in Spanien. Nun, kommt, wir gehen die Via Augustina nach Norden. Der Zenturie und der Tribun, sie warten bereits auf euch, aber ja, wie gesagt, ambivalenter Ruf. Die normalen Soldaten, die, Ehrfurcht könnte man fast sagen. Es sind halt so Gerüchte im Umlauf über euch und eure Dekurie. Was für Gerüchte? Naja, dass ihr hart wie Bäume gewesen seid. Wenn man da in den Wäldern angegriffen wird und 20.000 Mann um einen herum sterben, dann muss man schon irgendwie auch wieder zurückkommen. Was uns widerfahren ist, kann nur eine Strafe der Götter gewesen sein, die unserem dem römischen Siegeszug, für einen Augenblick Einhalt geboten haben. Weshalb dies so ist, dies weiß ich nicht, aber die Männer, die überlebt haben, müssen dies getan haben, weil die Götter dies wollten. Sie haben noch eine Aufgabe für sie. Und bei den Wassern der Lethe, habt ihr recht. Naja, aber die beiden Legionäre, während sie dann mit euch in Richtung Norden auf den größeren Hügel gehen, wo die Offiziere sitzen, blicken dann auch an dir, Junius, vorbei zu deinen Leuten, die dich dann begleiten. Ihr würdet jetzt für euren Dekurio schon durch den Hades gehen, oder? Natürlich. Wir sind schon durch den Hades gegangen. Ja, die Götter mögen euch auserwählt haben, so, ja. Eine diverse Gruppe. Ja, so muss es wohl sein, meint Junius und spuckt dann aber einfach nur in den Staub auf der Straße. Ja, es gibt noch ein bisschen Gegrummel. Immer mal so ein Blick von den beiden Legionären nach hinten, verstohlen auf die Muskeln von Davut. Die Katze von Felix, die ihm vielleicht Glück bringt. Kitugenos, der spanische Bogenschütze, der euch auch begleitet hat, auch wenn er selber damals nicht dabei war. Titus, der doch etwas hagere, blonde, blauäugige Legionär. Und Zain, der ägyptische Arzt, der Medikus. Normalerweise an eurer Seite auch Albus Septimus, der Ingenieur, aber der ist ja, wie gesagt, gerade verhindert und an irgendeinem Aquädukt zugange, was ja auch gerade in die Stadt hinein geleitet ist. Wasser, die dann hier hineinfließen.
und das Leben bringen. Ja, und während ihr dann die Straße nach Norden schreitet, könnt ihr dann vor den verschiedenen Basiliken halten, die Säulengänge, die dann dort geöffnet werden. Und ja, nachdem dann auch weitere Legionäre euch aus dem Weg getreten sind, nachdem sie euch einmal respektvoll zunicken, könnt ihr in einer Haupthalle stehen bleiben, ein Atrium mit offenem Gang nach draußen. Und wo ihr dann ja, vor einer Liege einen Sitz sehen könnt, auf dem ein Tribun sitzt. Auf den ersten Blick, Junius, du hast ihn schon einmal gesehen, die anderen hingegen noch nicht. Seine Beine sind wohl vor einiger Zeit zerquetscht worden. Junius hat da wohl berichtet, dass ein Pferd vor einiger Zeit auf seine Beine gefallen ist und seitdem sitzt er nur noch, lässt sich mit Wein volllaufen und regiert quasi von hier aus Hispania, die spanische Provinz. Ja, könnt ihr sehen, wie er euch einmal zunickt. Und ja, so etwas wie Sitzmöglichkeiten gibt es nicht, weder für Junius noch für euch andere, also dass ihr dann quasi vor ihm in respektvollem Abstand stehen bleiben müsstet. Salvete! Ave, Tribunius. Ave? Ich und meine Ave. Männer grüßen euch. Tut ihr das? Rusticus, was mache ich mit euch? Ihr sitzt jetzt seit einem halben Jahr hier herum. Und die Götter wissen selbst nicht, was sie mit euch tun sollen. Wie soll ich es da wissen? Habt ihr euch erholt? Ihr und eure Männer? Die wenigen Verbliebenen? Die Wunden sind geleckt und gut versorgt durch unseren Medikus. Das will ich hoffen. Nun, der März dreut, ein neues Jahr zieht heran, der Krieg ruft und ihr seid keiner neuen Legion angeschlossen. Die 19. ist vernichtet. Aber ich will euch in meiner 9. nicht haben. Schlechte Omen, die auf euch liegen. Die Hospizien lügen nicht. Dabei blickt er einmal zu Felix Seneca hinüber. Wer Davut vielleicht im Augenblick hat, wird sehen, dass er ein bisschen die Lippen aufeinander presst und die Faust bald erscheint. Ihm scheint das sauer aufgestoßen zu sein, was da gerade gesagt wurde. Felix schüttelt nur traurig mit dem Kopf. Dies glaube ich nicht. Ich glaube, dass jene von uns noch leben, wie ich es vor kurzem auch sagte. Deswegen tun, weil die Götter noch eine Aufgabe mit uns haben. Wir haben dies nur überlebt, weil sie dies wollten. Es war ein Gemetzel, eine ihrer Strafen, die über uns kam. Weshalb, wissen wir nicht, aber ich beschwichtige sie in den letzten Monaten immer wieder mit Opfern und Ritualen, die sie beschwichtigen sollen und hoffentlich eine frohe Zukunft für die Überlebenden dieser Legion erweisen. Das mag sein, dass die Götter noch etwas mit euch vorhaben, aber ich will euch trotzdem nicht in meiner Legion, denn ein schwarzer Schatten liegt über euch. Beim Hammer von Vulcanus. Aber ihr könnt eine Aufgabe erfüllen und ihr werdet sie erfüllen. Ihr werdet zurückkehren. Wir haben den März, ihr seid reisebereit. Oppidum Ubiorum wartet auf euch. Ihr werdet ein weiteres Mal über den Rhein verlegen und eine Aufgabe für die Götter erfüllen und für das Römische Reich. Jeder Schatten, der über uns liegen mag, wird noch vor Jupiters Blitzen weichen. Mein Tribun, jenseits des Rheins in Germanien, da wartet nur der Tod.
Wir sind gesunde junge Männer und wir können auch andere Dinge tun, aber nicht wieder in den Tod gehen. Nun, wenn wir was Nützliches machen, sei es nur die Scheiße zu schippen. Ich habe schon gehört, dass ihr viel widersprecht. Ihr solltet es besser wissen, Rustikus. Ihr sollt dort nicht hingehen, um zu sterben, sondern um eine Aufgabe zu erfüllen. Ihr seid diejenigen, die sich dort auskennen. Die wenigen, die von dort aus zurückgekehrt sind. Und ich brauche keine Legion, die hinübergeht, sondern eine kleine Einheit, die unauffällig ist. Die nicht durch die Wälder trampelt, sondern, nun, meinetwegen mit List und Tücke, wie Odysseus sie einst benutzt hat. Es ist mir einerlei. Wenn ihr meint, ihr wollt wie Mars selbst mit dem Speer in der Hand eure Feinde dort drüben häuten und Rache üben, dann soll es mir einerlei sein, aber ihr werdet nach Germanien gehen. Denn es gibt Berichte. Ein germanischer Spion hat es auf die andere Seite geschafft und den Händlern im Oppidum Ubiorum berichtet, dass ein patrizianischer Sohn überlebt hat. Er ist gefangen genommen. Und ihr werdet ihn befreien. Das ist eure Aufgabe. Wir sind euch ein Dorn im Auge, nicht wahr? Die versprengte Legion, die Überlebenden. Wir erinnern euch an die Niederlage des Römischen Reiches. Deswegen wollt ihr uns loswerden. Rom hat keine Niederlage erlitten. Rom wird niemals eine Niederlage erleiden. Selbst als uns Hannibal 5 Legionen geraubt hat, haben wir sie wieder neu aufgestellt und Hannibal vernichtet. Das werden wir mit den Germanen ebenso tun. Wenn wir es schaffen, die Götter zu beschwichten, dann werden wir dies wohl. Aber wenn wir ihre Zeichen nicht lesen können... Felix beendet den Satz dauernd sich über sein Kinn. Dann opfere meinetwegen eine weiße Taube. Interessiert mich nicht. Ihr geht nach Germanien. Oder ihr sterbt am Kreuz. Nun, der Tribun, dann sag doch, was... Wen handelt es sich bei diesem Patriziersohn? Wie ist sein Name? Wie sieht er aus? Und wer hält ihn gefangen dort? Ihr werdet euch dort selbst umsehen müssen. Sprecht im Oppidum Ubiorum mit den Händlern und fragt nach Einzelheiten. Sehe ich so aus, als ob ich mich in Gallien oder gar Germanien auskenne? Guck auf meine Beine! Ich hab sie vor 30 Jahren verloren. Junge, ich habe damals mit Caesar, mit Gaius Julius, habe ich noch gekämpft. Nun, der patrizische Sohn lautet Vespasian Lucanus. Er ist aus der Familie der Fabier. Ihr solltet wissen, wie viel Einfluss die Familie der Fabier hat. Ihr werdet ihn retten. Und wenn er schon tot sein sollte, werdet ihr seinen Körper rüberbringen. Die Mann werden schlottern, wenn sie den Namen der Fabia hören, meinte Junius. Tut mir leid. Meine Zunge durchgegangen. Er wird dort irgendwo gefangen gehalten und ihr holt ihn dort raus. Und wenn es eure Leben kostet. Ich bin gewillt, den Göttern eure Leben zu opfern. Ob sie so ein Opfer denn wertschätzen würden, so sie doch über ihre Hand über uns gelegt haben, dass wir die letzte Schlacht überleben, weiß ich ebenfalls nicht. Aber ich bezweifle es. Befehl ist Befehl. Und Felix schaut einmal traurig zu Junius hierüber. Jeder ist Befehl, ist Befehl. Wir sind Legionäre und wir gehorchen.
wird doch nochmal irgendwann ein richtiger römischer Decurios de Rusticus. Und danach können wir uns auch darüber unterhalten, ob ihr als Centurio zurückkommt, wenn ihr erfolgreich seid. Warum auch nicht? Ich mag euch zwar nicht, niemand mag euch, Rusticus, aber nun, eure Männer lieben euch. Solltet ihr erfolgreich zurückkehren, machen wir euch zum Centurio. Ja, wenn, meint Junius und presst die Lippen zusammen.